Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality hier auf der Schwatzing. Ich muss hier gerade mal noch was einstellen. So. Nachdem wir gestern Probleme hatten mit dem schönen Ruckeln oder Dauerruckeln, haben wir es heute hingekriegt. Das war hier jetzt dass es einfach wieder funktioniert. Es läuft wieder flüssig. Und wir müssen auch gleich los. Deshalb stelle ich gerade mal einen Trecker einfach hier auf den Hof. Und spring gleich drüben ins Gemeindefahrzeug. Weil wir müssen los zur Weihnachtsfeier. Ich wünsche euch recht herzliche und schöne Weihnachten 2019. Hoffe oder wünsche euch alles Gute. Und ja, dass bei euch alles tutti ist. Nein, warte mal, wir fahren andersrum. Ich fahre links rum. Da kann man, glaube ich, ein bisschen mehr Gas geben. Ich glaube, der Polizist ist sowieso schon auf dem Weg. Weil wir haben ja einen neuen Polizisten. Ich habe den noch nicht kennengelernt. Oh, das war ein bisschen schnell. Wir haben einen neuen Polizisten. Und ich weiß auch nicht, wie der so drauf ist. Müssen wir gleich mal gucken. Nein, jetzt ruckelt es nicht schon wieder, ey. Oh Mann, sein Hund. Ja, warte mal, warum ist denn meine Musik aus? Radiosender finden, das dauert immer. So, jetzt. So, Jürgen hat nämlich ein Weihnachtsfest vorbereitet oben wie heißt denn das? Biergarten. Da muss ich gerade mal hindüsen. Ich parke mal lieber hinten auf dem Parkplatz. Dann laufe ich kurz die paar Meter hoch. Was nicht geklappt hat, ist, dass wir die Zeit so weit vorspulen konnten. Also, beziehungsweise wir haben ja ein bisschen getrickst mit, ups. Bin ich doch glatt ein bisschen zu schnell gewesen. Ist da noch ein Parkplatz frei, oder? So, nehmen wir den hier. Ja.
so. Auch sogar gut eingeparkt, ey. Du, du, du. Ja, mit Seasons ein bisschen getrickst. Alle Felder sind erntereif. Aber das entspricht nicht dem Season-Stand. Also theoretisch müsste man einfach gucken, dass wir vielleicht bis zur nächsten Session den Seasons-Mod runterhauen und alle die Felder auf erntereif setzen. Und dann wird's passen. Oh, hier ist ein Parkplatz, ey. Warum hat mir das keiner gesagt? Ja. Hallo. Hallo. Warum hat mir keiner gesagt, dass hier jetzt ein Parkplatz ist? Ach, haben sie ja, da der ist neu gebaut. Ja, Jürgen, hättest mal was sagen können. Ja, sorry. Was der Jürgen alles baut. Aber bist bestimmt mit dem Traktor da, oder? Nö, bin mit dem Gemeindefahrzeug da. Ist ja eine Gemeindeveranstaltung, oder? Ja. Gut. Boah, was dieses Auto kosten mag. Puh. So, dann kommt man alle zusammen. Schönen Weihnachtsmann hast du ja gebaut. Oder? Ja. Schneemann. Zumindest versucht, ne? Schneeballen, Silagemann, schneit ja leider nicht mehr. Das Einzige, was noch schneit, ist Kunstschnee. Oh. So, dann kommt mal hier alle zusammen. Ich habe nämlich was Schönes zu verkünden. Oh, hast aber schön geschmückt hier. Ja, klar. Auch für die Musik Besten nur das Beste. Kack, ja, also für mich so. Wie ist auch Musik? Also, da ja heute Heiligabend ist, haben wir für jeden Bürger natürlich auch ein Geschenk. In Kooperation mit dem Hans-Peter. Ja, Volker, schön kannst du singen. Oh, sorry. Bin das ich? Ja. Wir haben nämlich für jeden Bürger einen Gutschein beim Händler, worum es sich um 8% handelt. Boah. 8% von 1 Million oder von 10 Millionen? 8% vom Einkauf. Ach so, eine Rabattaktion also. Genau. Ah, jetzt. Wie lange eine Bestellung. Diese Gutscheine? Eine Bestellung. Für immer? Ist der Gutschein für immer? Nein, für eine Bestellung. Oh. Nein, ja, nee. Aber wie lange verfällt er? Nee, den könnt ihr einlösen, wann ihr wollt. Oh, finde ich gut. Der Hans, der notiert sich das, wer schon alles eingelöst hat. Und ja. Okay, das ist cool. Der Hans ist von der Stadt wieder oder bezahlt er es aus eigener Tasche? Wer ist er? Das wird von der Gemeinde bezahlt. Ja. Das ist ja wohl klar. Sein. Ja, dann trinken und alles ist auch gesorgt hier bei der Anne. Gemeinderat, Hans? Ja. Marlon? Ja. Denken bitte alle Bürger der Gemeinde auch daran, dass sie Ende des Jahres den Lohnsteuerausgleich machen. Da können sie ihre bezahlten Steuern zurückbekommen. Denken sie daran. Also zumindest anteilig. Oh ja, alles wäre auch nicht schlecht. Das heißt, wenn Sie wissen, wie viel Steuern Sie bezahlt haben, können Sie das bei der Gemeinde einreichen, bitte schriftlich. Und dann gibt es eine Möglichkeit, dass Sie da wieder was zurückkriegen. Oh ja. Mhm. So. Müssen dann, wir auch begründen, was wir damit gekauft haben oder so jeweilig einzeln. Ja, Sie müssen natürlich Ihre Ausgaben und Ihre Einnahmen... Ja, ihre Einnahmen eigentlich offenlegen. Und wenn sie natürlich Ausgaben für ihr Unternehmen hatten, geben sie das auch an und dann wird es gegengerechnet und daraus ergibt sich dann ein Plus oder Minus, eine Steuernachzahlung oder Rückerstattung. Okay. Der Baum ist sehr stabil. Wieso? Der Harry oben auf der Spitze steht. Ja. Yeah. Stimmt, der ist ja der dickste von allen. Der hat halt... Ey! Ist halt ein Stern am Himmel. So, aber irgendjemand hat gesagt, hier gibt's Glühwein. Ja, hier, bei der Anne. Anne? Einmal mit und einmal ohne. Einmal also Schuss. Mit Alkohol und ohne. Ja, ich nehme Kinderpunsch, bitte. Ich muss ja noch Auto fahren. Danke. Ich nehme auch einen Kinderpunsch. Jo, ich würde auch einen nehmen. Joa. Hans und Herr Neumann, kommen Sie noch mal kurz auf die Seite, bitte. Danke. Ja. Julian? Ja? Gehen wir gerade mal auf die Seite. Ich habe gehört, dass die Wettervorhersage uns weiterhin keine Ernte zulässt. Ja, genau. Darum würde ich sagen, werden wir nächste Woche den Spielstand so modifizieren, ich kündige das jetzt mal an, dass wir ernten können, aber ohne Seasons. Das heißt, die Feldstatusse werden auf
Heißt das so? Statusse. Statuen, glaube ich. Statussen hört sich besser an. wird auf erntereif gesetzt und Seasons kommt runter. Perfekt. Also ich denke, das ist die Lösung, die hilft uns dann erstmal. Seid ihr damit einverstanden, dann wird man das noch kurz verkünden. Ja, dann kann das Herr Neumann mal noch verkünden. Ja, ja, weil sonst nervt's. Gut. Okay. 7 bitte. Danke. Deine Musik aus, Alter. Die Mann, will jeder wer hat hier gesoffen? Ari. Guck mal, dein Handy klingelton da aus, ey. Dein Handy da immer. Der Herr Neumann hätte noch was zu verkünden. Das betrifft alle Bürger der Gemeinde Schwatzingen. Jetzt sagen Sie mal. Und zwar nächste Woche wird es so sein, dass der Seasons Mod runterkommt. Und dafür wird dann der jetzige Status von den Feldern so modifiziert, dass man ernten kann. Endlich ist dieses Scheißding. Danke, danke. Das heißt, wir sind jetzt für immer im Sommer. Na klar. Sommer! Klimawandel! Wuhu! Okay, ich mach schon mal den Motor an, noch mal Klimawandel einfach. Ja, warte, Wo ist denn eigentlich, was Jürgen? Ja. Du hast vorhin gesagt, hier gibt's. Ja, ich weiß, wo du bist. Du hast immer eine Sonnenbrille auf. Ist eigentlich der Aufpasser, Beobachter. Ja. Wo ist denn eigentlich der neue Polizist? Du hast mir den noch gar nicht vorgestellt. Da drüben ist er. Wo ist bei der Anne. Bei der Anne hier. Der auf den Hans-Peter aufpasst wegen dem Saufen, ne? Hallo. Das ist der Julian. Hallo, Julian. Hallo, ich bin der Volker Varuna. Ja, ich bin der Julian Richter. Ah, okay. Hallo. Sie sind jetzt hier Aushilfs-Sheriff oder sind Sie Richter? Ich bin vollkommen Hausmeister. Da. Was sind Sie? Ich bin ja vollkommener Polizist. Wer hat mich ja gerade Hausmeister genannt? Das war der Müller, der Lukas. War natürlich nicht wahr. Natürlich. Schau. Den müssen Sie gleich im Auge behalten. Der kann nichts und der redet den immer viel. Auch. Ja, den Hans-Peter, der sagt immer, er trinkt Bier ohne Alkohol und Lukas. Das dabei war ja, Kredit. Komm mal kurz. Ja, nee. Ja, doch. Braucht kein Mensch. Ja. Okay. Was willst du? Ja, mindestens 5.000, wie immer. Dann geh mal schön in dein Konto, danke. Da sind, im Konto ist jemand. Okay. Warte, nein, lieber nicht. Ich gehe. Jo, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag allen, ne? Jo, danke. Ich hoffe, euch hat's festgefallen. Ja, bezahlt. War schön. Ja. Hier oben wird der Festplatz, der wird so errichtet bleiben. Die Figur wird auch hier stehen bleiben. Solange sie niemand umfährt. Dürfen wir später den außenrum verbrennen, wenn's außenrum ist erst nach den drei Heiligkönigen. Ja, außenrum ist Absperrzaun, kann keiner umfahren. Das schaffen wir schon irgendwie. Ich bitte mit den Ballen sorgfältig umzugehen. Herr Hofer. Das ist Stadteigentum. Ja. Ach, passt ja. Und die passt Tannenbäume ja, wird die Stadt auch entsorgen. Leon, du fährst aber diesmal Feuerwehrauto, danke. Okay, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, ne? Gut, ebenso, tschüss. Ich muss meine Tasse noch zurückgeben. Du bist vorhin im Feuerwehrauto gekommen, jetzt fahr ich mit dem weg. Hey, Anne, hier, meine Tasse. War da Pfand drauf? Nee. Okay, schade. War schön, tschüss. Gut. Hallo? Hallo. Oh, was ist los, Jürgen? Hans. Ich hab nur wegen des Spiels. Leckt das bei dir auch wieder so? Nein, noch nicht. Ich sitze aber auch noch nicht im Auto. Bei mir. Und ich weiß nicht warum. Ja, okay. Ich rufe mal gerade den Jürgen an. Jo. Ja, hallo Jürgen. Polizei, Spatzingen Richter. Hallo Herr Richter, haben Sie das Telefon von Herr Racex eingesteckt, oder wie?
Nee, aber der ist gerade neben mir. Ah, den wollte ich nämlich gerade mal erreichen. Jo. Warte, mach gerade auf Lautsprecher. Ja. Jürgen. Ja. Kannst du die Bäume mal wegmachen, bitte? Du? Weil bei mir ruckelt wieder. Ja, ja. Bei mir auch. Ich vermute fast, dass es tatsächlich daran liegt. Kann sie verkaufen, gut. Besser? Nein. Ach, shit, ey. Gut, an dieser Stelle wünsche ich aber allen noch ein schönes Weihnachtsfest heute Abend. Schönes Beisammensein, schöne Geschenke und bis morgen. Tschüss.